überhaupt? Was ist Kolonialismus? Das ist tatsächlich gar nicht, das klingt wie eine generelle und einfache Frage, aber es ist nicht so einfach zu beantworten, weil Kolonialismus eine Vielzahl von unterschiedlichen Strukturen, vor allem auch Machtstrukturen darstellt. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist aber, worauf sich wohl, ich würde behaupten, auch viele HistorikerInnen einigen können, dass es tatsächlich die 500-jährige Geschichte ist, in der vor allem europäische Nationen, auch Länder des sogenannten globalen Südens, aus heutiger Perspektive so genannt, vor allem auch besetzt und ausgebeutet haben. Und das ging unter anderem einher, zum Beispiel mit Versklavung und, wie gesagt, Besetzung und Ausbeutung.